Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der Concealed Carry Compadre von Ventum Gear. Wir haben euch kürzlich gestanden, dass wir taschensüchtig sind und den Compadre von Ventum Gear vorgestellt. Hier ist er nochmal für alle, die das Video nicht gesehen haben. Der Link ist am Ende eingeblendet. Könnt ihr direkt nochmal anschauen. Ansonsten hier jetzt neu der Compadre für Concealed Carry. Ihr seht direkt hier den Unterschied zwischen Compadre und Concealed Carry Compadre. Der eine ist klein, der andere ist groß. Der eine kann zwar auch Concealed Carry, aber halt eben nicht für den schnellen Zugriff, wie ich es ja auch schon im ersten Video gesagt habe. Aber halt auch EDC, während der große Compadre, der Concealed Carry Compadre, ist wirklich nur dafür konzipiert oder hauptsächlich dafür konzipiert, eine Waffe verdeckt zu tragen. Und das schließt auch alle großen Dienstwaffen ein. Der kann jetzt mal zur Seite. So, aber jetzt natürlich, wenn man einen Concealed Carry Compadre hat, möchte man vielleicht auch nicht unbedingt hier vorne so taktisches Klett. Das ist ja immer erstmal auffällig. Das ist nämlich eine Besonderheit beim Concealed Carry. Hier kann ich nämlich einmal mein Polizeipatch zum Beispiel aufbringen. Jetzt ist er noch weniger unauffällig. Aber hier gibt es auch entsprechend hier Abdeckungen dafür, die ich hier aufbringen kann. Die werden dann einfach hier drauf gepackt. Gäbe es auch hier in der Variante. Habt ihr eben auch schon gesehen, der Klett ist nur an den Rändern ausgeführt. Das heißt, in der Mitte ist dann alles schön frei. Das lässt sich entsprechend auch gut runterziehen. Und dann hat man hier eine wirklich unauffällige Tasche. Also wer da denkt, dass hier eine Waffe drin ist, der muss hell sehen können, keine Ahnung. Also meine Frau hat auch gesagt, ne, meine Frau ist so ein bisschen so ein Hippie, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber ja. Die hat gesagt, oh, das ist aber schön. Dann habe ich gesagt, ja, und da verstecken wir unsere Kanonen drin. Und dann sagt die, nee, das macht ihr nicht, ihr versteckt nicht hinter so einem geilen, lustigen Ding hier so eine Kanone. Ich so, doch, genau, das machen die Polizisten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, um die Dienstwaffe entsprechend abzutarnen. Und dann bei Bedarf abzureißen und zu zeigen, ich bin bei der Polizei, ich darf das. Ja, ansonsten vom Aufbau her fast identisch. Hier haben wir anstatt 20x20 cm ca. 23x23 cm, also einen Ticken größer. 500D Cordura, die Laser-Cut-Front ist natürlich weggefallen entsprechend für das Klettfeld. Ich habe aber trotzdem hier vorne eine große Einschubtasche mit einem Zipper, wo ich nochmal entsprechend organisieren kann. Hier sind auch nochmal Einschübe vorhanden für kleinere Gegenstände. Weiterhin wird hier beim Tragegurt kein 25mm Gurtband verwendet, sondern 40mm, entsprechend mit der Hardware, um das auch zu tragen, um ein bisschen mehr Festigkeit zu haben und auch ein bisschen mehr Gewicht zu tragen. Und auf der Rückseite habt ihr auch wieder die typischen Compadre-Einschubtaschen. Einfache Slots, ganz flach, um da entsprechend mit einem Klett verschließen zu können. Ich habe es im ersten Video schon gezeigt, für alle, die es nicht gesehen haben. Gerade bei der Polizei passt hier perfekt ein paar Handschellen rein. Wird dann vom Klett gehalten und kann ich hier so verstauen und leise transportieren. Weil das wäre ja nicht so cool. Aber wenn ich die hier gerade reinstecke, entsprechend und hier mit dem Klett fixiere, macht die keinen Krach, kann nicht wegrutschen und ich habe sie auch schnell im Zugriff. Nebendran habe ich jetzt mal mein Smartphone hineingepackt. Hier würden aber auch zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen mehr Feuerkraft braucht, ein AR-15 Magazin problemlos reinpassen und zwar so, dass es von vorne nicht gesehen wird, ihr aber immer noch gut greifen könnt. Aber die eigentliche Funktion liegt wie immer im Hauptfach. Hier ist nämlich ein Concealed Carry Weapon-Fach verbaut. Ich habe die Möglichkeit mit dem umlaufenden Reißverschluss, das ist nämlich auch ein Unterschied zum kleinen Compadre, der hat nämlich nur einen Top-Zipper. Hier habe ich einen umlaufenden, U-förmigen Reißverschluss mit zwei Zippern und auch Zipperpuls entsprechend, die so anzulegen, dass hier ein kleiner Schnippel rausguckt. Der ist mit dabei, das ist ein Klettstreifen, wo das Zugpanel oben dran befestigt ist. Das kann ich dann entsprechend kurz oder lang rausschauen lassen, ganz so, wie ich das brauche. Und dann kann ich entsprechend, wenn ich die Tasche trage, einfach hier an dem Zugteil ziehen. Und damit habe ich dann entsprechend direkten Zugriff auf meine Dienstwaffe im Holster inklusive der Magazine. Der Vorteil natürlich, wenn ihr hier unten Magazine nutzt, ist, dass der untere Teil der Tasche, wenn ihr dann die Tasche aufgemacht habt,
noch ein bisschen beschwert wird. Ja? Das heißt, auch wenn jetzt wie in unserem Fall hier Metallmagazine von der SICK nicht passen zur Glock, hatten gerade keine Glock-Magazine zur Hand, aber wenn ihr hier unten ein bisschen Gewicht habt, dann habt ihr natürlich den riesen Vorteil, dass wenn die Tasche hier an eurer Seite hängt und unten ein bisschen beschwert ist, dass dieser Flappenteil hier nicht herumschlackern kann. Denn die Tasche arbeitet nicht mit einem zusätzlichen Bauchfixierungsgurt. Und genau das ist natürlich auch gut, denn wenn ich hier so eine Umhängetasche habe und dann auch noch so einen Bauchgurt, das schreit ja förmlich nach, ich habe da irgendwas, was ich nicht will, das rumschlackert. Und das macht die bösen Buben dann auch vielleicht gleich wieder misstrauisch. Von daher alles richtig konzipiert, wenn man es dann auch entsprechend richtig einsetzt. Der Concealed Carry Compadre kommt ohne ein Aufbringklettfeld, wie ich sie euch hier schon gezeigt habe. Die müsst ihr extra dazu kaufen. Kann ja sein, dass einer sagt, okay, ich brauche das jetzt nicht oder ich will da was komplett eigenes nutzen. Aber Ventum Gear bietet euch auf jeden Fall schon mal 4 verschiedene Varianten zur Auswahl aktuell. Da kommen bestimmt noch einige dazu. Wir haben einmal Bärchen. Dann haben wir passend auch zur aktuellen politischen Lage und der Enthüllung des Weißen Hauses bzw. des Senats über die UFOs, die jetzt bald kommen. Sterne, Mond und Planeten. Dann gibt es einmal blaue Quadrate und dann gibt es nochmal ein Hawaii-Muster. Die haben wir jetzt beide nicht hier, aber wie gesagt, 4 Varianten gibt es aktuell, die ihr da aufbringen könnt. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr noch gerne an Mustern hättet. Vielleicht liest es ja auch der entsprechende Ersteller dieser Produkte und baut noch ein paar zusätzliche für euch nach euren Wünschen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Wie findet ihr die Concealed Carry Compadre? Schreibt es uns in die Kommentare. Das habe ich eben schon gesagt, aber zu einem anderen Kontext. Also das auf jeden Fall auch dazu schreiben. Wir finden, das ist wirklich eine super geniale Lösung, um die Waffe verdeckt tragen zu können, wenn ich denn dazu natürlich behördlich auch autorisiert bin, muss man immer dazu sagen in unserem Land. Aber das ist wirklich was, wo keiner dahinter kommt, dass hier wirklich eine Waffe verdeckt getragen werden könnte. Ich habe gerade letztens mit ein paar Beamten darüber gesprochen, habe den kurzen Videoclip gezeigt vom Hersteller, der das mal im Einsatz gezeigt hat. Die haben auch gesagt, wir haben hier dieses Bauchding, ja, und das kennt jeder, diese Bauchtasche von euch, wer Polizist ist, ihr kennt das, diese typische U-Form rechts und links, diese unscheinbaren Handschellentaschen, das schreit einfach nach, ich habe eine Pistole und bin verdeckter Ermittler, das wissen die bösen Jungs auch, deswegen eigentlich scheiße, dass wir hier ein Video drüber machen, aber hey, vielleicht sehen ja die bösen Jungs Epic nicht und von daher schaut es euch auf jeden Fall mal an. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken für neue Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.